Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich habe einen Termin und wir gehen dahin und gucken jetzt, wie viel Uhr wir haben. Spiegelverkehrt, wow. Wir haben auf jeden Fall 7:17 Uhr, Freunde, und sind wach. Dass Emos, Emrabe, um 7 Uhr wach ist, stark. Diese Schuhe, na warte mal, der kommt dort. Guck mal da. Ui. Guck mal, wie der extra wegguckt. Damit jetzt guckt er und dann sagt er, was machst du und so. Guckt jetzt. Hier dein Brezel, Junge. Ja, Boah, oder das ist so. doch warm. Boah. Nee, die ist gar nicht warm. Ah, ich wollte nur sagen, diese Schuhe, die waren viel zu eng. Emrabe hat mir da wie einen Trick gezeigt, Freunde. Der hat die Sohlen rausgemacht und jetzt komplett normal. So wie ihr das am Anfang gekauft habt. So. Papa Trick, ja? Ja. Ich würde die Sohlen machen locker so eine halbe Nummer aus. Boah, ihr wisst nicht, diese Sohlen von mir, die waren richtig dick. Okay, Freunde, bis später. Freunde, wir sind angekommen. Wir haben. Wie viel haben wir? 38. Wann sind wir losgefahren? 7:17 Uhr oder so. 2 Stunden ungefähr. Was für zwei, eine? Ach so, nein, 1 Stunde und zurück 2. Also zurück 1. So. Ich will Schokolade. Ich habe eben Schokobrötchen noch gegessen. Nee. Ja, da gibt es eh nichts Besonderes. Wir gehen kurz rein, dann wieder raus und dann sehen wir uns wieder, ne? Hier nimmst du Kamera nicht mit rein. Warum soll ich mit reinnehmen? Ich weiß nicht. Was soll ich da dran filmen? Digga, jeder, wer mag schon so Dings? Ärzte. Allein wenn ich Wartezimmer sehe bei Ärzten, Ja, dann heute mal schon. da habe ich schon keinen Bock mehr, Digga. Soll ich dir ein Wartezimmer da zeigen? Ja, okay, komm. Okay, Freunde, bis später. Oi. Ich hab da das Bänder. Freunde, ich bin fertig. Wir fahren gerade nach Hause und. Ich hab Yusuf gefragt, ob der frühstücken will, aber der will nicht. Auch nicht. Ich will auch nicht. Ja. Ich wollte eigentlich, also bevor wir dort waren, habe ich gesagt, lass lecker frühstücken gehen danach noch. Aber ich glaube wegen dieser Maske, weil ich dort, weil, ey, bin ich der Einzige, der das nicht kann? Wenn ich 10 Minuten mit der Maske bin, dann wird mir voll schlecht. Ich habe auch Bauchschmerzen, aber ich weiß nicht, ob das ein Ding Maske ist. Also voll viele, die tragen das stundenlang auf der Arbeit, bei mir nach 10 Minuten, ich wird schwindelig. Ja, okay, Freunde, wir melden uns später. Weißt du, kennst du den Text? Hä? Kennst du den Text? In 10 Kilometer links Ey. Halten. Was geht ich da sagen? Chapo macht die Nasen lang. Wechsel ich mit meinem Bruder, deine Haut für uns da getanzt, ey. Doch was geht ich da sagen? Ja, doch was geht ich da sagen? Tagelang. Alle Farben da, doch guck an, nur mal Klassiker, ja. She's a diva. They say she low down. Nothing like a girl you've ever seen before. Damn, girl. Damn, she's a sexy chick. A sexy. Hace un olor morado, mi madre, tú te tocas. Mon amour. Y cuando se
elektrisch kaputt. Auf welchem Main ist die Stadt, wo ich wohne? Die Knarre, sie glänzt, mein Messer ist glänzt. Frisch aus dem Gelbel, die Fresse, sie glänzt. Das Krug ist flex, guck wie es glänzt. Die Rolex ist echt, guck wie sie glänzt. Baby, gara, da, 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 da. Oi. Freunde, wir sind Eis essen. Ich komm weg. Diesmal mit Yusuf. Ja, warte mal, ohne mich war's. Weißt du, wann es war? Die Location kennt ihr auch noch. Yusuf hat im Becher, was hast du? Ich hab nur Zitrone. Die hatten keinen Drachenfrucht. Darum hab ich Zitrone genommen. Bei mir gibt's heute, ich schwöre, Yusuf hat mich Dings. Eigentlich wollte ich einen Milchshake holen. Dann hat Yusuf vor mir Zitrone bestellt im Becher. Es sah so lecker aus. Und dann habe ich mir auch Zitrone bestellt im Becher. Bruder, was hast du für einen Geschmack? Der Kommentator, Buschi. Der heißt Frank Buschmann. Nach, nicht jeden. Nicht. Kommentator bei FIFA, der heißt Frank Buschmann. Ach so, kann sein, aber der sagt immer Buschi. Ja. Sagt er seinen Namen oder was? Money, Money. Hier sind wir Frank Buschmann, Money, Money Volkmann. Mhm. Freunde, ich brenne. Hätte Fahrradkette. Boah, ich hätte so Bock drauf gemacht. Alhamdulillah, ich bremse ab, schneid das raus. JP Productions. Oi. Freunde, der Emdab wollte unbedingt irgendwo hingehen. Und dahin gehen wir jetzt. Ich mag den Schatz bitte. Anne, wie viele? 40 bis 50 Eis, 10 Euro. Lass mal eins davon holen. Boah, Maracuja Erdbeer. Digga, die sind so schlecht, die sind so überbewertet, die schmecken gar nicht. So, und das alles kommt da raus. Aha. Hä, aber hatten wir das schon mal mit Pistazien? Nee, doch. Echt? Doch, doch. Ja, ist lecker. Ja, ja. Das alles für 13 Euro kriegt man so eine Packung. Oi. Freunde, was geht ab? Ich bin gerade im Auto, also wir sind im Auto. Wir fahren gerade nach Berlin. Wir haben 6 Stunden Fahrt vor uns. Und ich halte euch auf den Laufenden. Okay, Freunde, it's a prank. Wir gehen doch nicht nach. Wir fahren doch nicht nach Berlin. Wir fahren ins Schwimmbad, Freunde. Dieses Schwimmbad ist in Frankfurt. Ja, Freunde, wir sehen uns, wenn wir da sind. Okay, Freunde, Interview mit Bubu. Stell deine Fragen. Okay, Bubu. Was? Was? Was hast du so gemacht? Junge, du bist voll nah, aber... Nein, das ist wirklich nah. Das ist aber ja, aber so sieht man jetzt deinen Bauch. Ich mein's ernst. Ja, soll man meinen Bauch sehen. Ja, okay. Also. Okay, was war deine Frage? Was du erstmal gemacht hast. Also, was? Next Challenge, ich fahr grad. Okay, was ist mit deinem Gesicht passiert? Mit deinem Gesicht? Ja. Ja. Mit meinem Gesicht? Dein. Oder mit deinem Gesicht? Mit deinem. Mit meinem Gesicht? Ja, ich war gestern am See und ich kann einfach nicht schwimmen. Bist du gegen etwas geknallt? Ich habe einen Kopfsprung gemacht und dann bin ich mit meinem Kopf gegen den Boden geknallt. Ach du Scheiße, ehrlich. Ein Kopfsprung? Und das war halt nicht so tief, weißt du? Ich renn rein.
mache einen Kopfsprung und auf einmal alles aufgekratzt. Und hier auch. Das brennt. Ey, auf jeden Fall, wir sind angekommen, Freunde. Hier in der Nähe ist sogar ein Eintracht-Frankfurt-Stadion. Und das ist schon cool. Meine Haare, Haare. Hallo Vlog, ich bin hier, um zu sagen, Yusuf versteckt all seine Tattoos. Der zeigt extra nur eine halbe Oberkörper und sein Gesicht, weil er euch allen nicht sein riesiges Dings, The Rock-Tattoo, zeigen will auf seiner Schulter. Ich film mal Emre, wie der gerade schaut. Da ist euer Lieblings-YouTuber Emre im Wasser, im Kinderbecken, wo er auch hingehört. Der traut sich noch nicht in Becken tiefer als 98 cm, weil der kann noch nicht schwimmen. Yusuf ist Rettungsschwimmer. Der hat mal Buraks Leben gerettet, weil Burak kurz vorm Ertrinken war. Yusuf, willst du die Story erzählen? Okay, ich erzähl. Wir waren am Meer in Ankara. Burak ist wie so ein Idiot rausgeschwommen, wurde vom Rettungsboot irgendwie einfach erwischt. Kopf hat geblutet. Yusuf wie ein Held reingesprungen. Ohne einmal Luft zu holen, ist er hingeschwommen, zwar um die so 200 Meter. Das war schon, man hat ihn nicht, ich weiß nicht mal, wie er den gesehen hat, einfach Radlauke. Ist bis zu dem geschwommen und hat ihn einfach rausgezogen. Dann hat Emre Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Yusuf hat Dings, Herzdruckmassage gemacht. Das war alles, was ich sagen wollte. Wir sind gerade schwimmen. Wir haben kurz was gegessen. Yusuf, was hast du gegessen? Ich hab nichts gegessen, ich hab was getrunken. Yusuf hat nichts gegessen, weil Yusuf Diät macht. Der ist gerade auf seine Massphase zu Ende und jetzt geht er auf Defizit, um schön die Adern und die ganzen Muskeln zu zeigen. Wir gehen gleich wieder ins Wasser, ein bisschen rutschen. Wasser ist mies kalt, ich weiß nicht, warum wir heute gekommen sind. Und ja, später gibt es ein Update. Okay, wir waren gerade duschen, wir sind schon raus. Jetzt hat Emre sich wieder vor die Kamera getraut, nachdem der aus dem Becken rausgegangen ist. Rekord war jetzt 1,2 Meter tief, hat er sich nicht getraut. Wir machen Fortschritte. Vergesst nicht, die Kommentare zu liken und das Video zu kommentieren und die Glocke verschwinden zu lassen. Yusuf flext gerade seinen Bizeps. Emre will was sagen, ich gehe weiter. Es gibt was sehr, sehr Wichtiges. Das ist so wichtig jetzt. Pool! Dankeschön für deinen Kommentar. Yusuf, wie war der heutige Tag? Achso, Wetter war nicht so gut wie Samstag gestern, aber ist okay. Yusuf, hast du Hunger? Willst du was essen? Ja, so ein Steak würde gehen. Emre, Golden Steak auf deinen Nacken. Ja. Golden Sink auf Emre's Nacken. Emre, der verdient schon jetzt sehr viel. Ich schwöre, wenn der kackt, ich sehe Scheine. Ey, yo. Yusuf, Astralkörper einmal präsentieren. Hast du das schon probiert? Weißt du, was das Beste ist? Schokolade. Mango und was das andere? Das ist kein Mango. Erdbeer? Trotzdem ist kein Mango. Maracuja. Man isst es eigentlich so. Ihr isst ein bisschen hier vorne. Danach, wenn ihr so Hälfte gegessen habt, macht ihr es ab und isst es einzeln. Und das Beste zum Schluss. Josef? Warum hast du noch was zu sagen?